Des Körpers Augen werden weiter Unterschiede sehen. Aber der Geist, der sich hat heilen lassen, wird sie nicht länger anerkennen. Es wird solche geben, die kränker zu sein scheinen als andere, und des Körpers Augen werden von deren veränderten Erscheinungen berichten, wie zuvor. Aber der geheilte Geist wird sie alle in eine Kategorie einordnen. Sie sind unwirklich. Das ist die Gabe des Lehrers Gottes, das Verständnis, dass nur zwei Kategorien bedeutungsvoll sind beim Aussortieren der Botschaften, die der Geist von dem, was als Außenwelt erscheint, empfängt. Und von diesen beiden ist nur eine wirklich. Ebenso wie die Wirklichkeit gänzlich wirklich ist, unabhängig von Größe, Gestalt, Zeit und Ort, denn Unterschiede können in ihr nicht existieren, gibt es auch bei Illusionen keine Unterscheidungen. Die eine Antwort auf Krankheit jeglicher Art ist Heilung. Die eine Antwort auf Illusionen ist die Wahrheit. Das ist aus dem Handbuch für Lehrer Nummer 8. Wie kann die Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten vermieden werden? Und es ist ganz klar, es gibt nur zwei Kategorien. Der geheilte Geist, der sieht nur in zwei Kategorien, wahr oder falsch. Lektion 264. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Was kann es Schöneres geben? Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Und um das als wahr fühlen zu können, erfahren zu können, hilft uns diese Einordnung in zwei Kategorien. Denn immer wenn wir etwas sehen, was nicht Liebe ist, dann ist das nichts weiter als ein Ruf nach Liebe, ein Ruf nach Wahrheit, den wir beantworten können. Dafür sind wir hier, das ist unsere Funktion. Auf alles schauen wir mit dem Heiligen Geist und geben die eine Antwort, wahr oder falsch, Liebe oder Angst. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinen Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser. Und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner einen Schöpfung stehen würde und ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein in deiner ewig währenden Liebe. Wow, ist das wunderschön, oder? Das ist so schön. Ich kann überall, kann ich einfach nur Gott sehen. In allem. Hinter jeder Erscheinung, in Wahrheit, in überall ist eigentlich Gott. Und alles, was ich sonst wahrnehme, sind nur Projektionen meines abgespaltenen Geistes, meines getrennten, des Geistes, der vom Ego beherrscht wird und der an Trennung glaubt. Der projiziert. Er kann ja nichts anderes wie projizieren. Und wir empfangen das Wunder in unserem Geist, das unseren Geist berichtigt und klarstellt. Nur zwei Kategorien. Tatsächlich ist wirklich, es gibt nur Gott. Und alles andere existiert nicht wirklich.
Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Gott ist nie bedroht. Die Liebe ist nie bedroht. Die Wahrheit ist nie bedroht. Ich kann es nur träumen. Und nichts Unwirkliches existiert. Es existiert nicht. Und was ist unwirklich? Alles, was nicht ewig ist. Alles, was sich verändert. Wie heißt es so schön im Kurs? Kein Ding in dieser Welt ist wahr. Wohin ich schaue, wirklich ist nur die Liebe. Es gibt nichts anderes und alles andere ist nur meine erfundene Welt. Und jetzt sagt Jesus uns noch in unserem heutigen Gebet, meine Brüder, verbindet heute euch mit mir darin, dies ist das Gebet der Erlösung. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich? Oh ja, Jesus, das wollen wir. Das wollen wir unbedingt. Und danke, danke für deine Einladung, Jesus. Danke, dass du uns führst. Danke, 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 danke. Danke. Thank you.